In der Jahre-Allianz verknüpfen die RWTH Aachen und das Forschungszentrum Jülich Aktivitäten, in denen beide eine ausgewiesene Kompetenz und hohe Expertise haben. Ein Beispiel dafür ist das virtuelle Gehirn. Hier versuchen wir, Verbindungen im Gehirn sichtbar zu machen. Die Erforschung von Verbindungen im Gehirn, also das menschliche Konnektom, ist ähnlich wie das menschliche Genomprojekt eines der Top-Wissenschaftsthemen unserer Zeit. Dieses Thema können wir nur in Kooperation mit den Informatikern der RWTH Aachen angreifen. Greift man gerade diesen Begriff auf, das virtuelle Gehirn, so verbindet man damit natürlich auch den Bereich der virtuellen Realität. Das heißt, auch dieses Projekt liefert wiederum neues Futter, um die virtuelle Realität in der Wissenschaft zu halten bzw. stärker zu beleben. Bezogen auf das virtuelle Gehirn heißt es, dass wir intelligente Algorithmen verbinden mit den entsprechenden Geschwindigkeiten im Rechenbereich sowie das auch sehen als die ideale Abstimmung für den eigentlichen Nutzer, und der Nutzer ist natürlich der Mensch. Ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als 1000 Worte, und wir gehen hier noch einen großen Schritt weiter, indem wir regelrecht dreidimensionale virtuelle Realitäten erschaffen, mit denen die Wissenschaftler dann wesentlich tiefer greifende Einblicke erzielen können, als das mit einem lediglich zweidimensionalen Bild möglich wäre. In der Hirnforschung ist es besonders interessant zu sehen, wie Netzwerke funktionieren. Das heißt, wie verschiedene Areale des Gehirns miteinander kommunizieren. Durch die Weiterentwicklung des Kernspin hat sich in den letzten Jahren dazu eine neue Möglichkeit ergeben, um die Faserbahnen des Gehirns darzustellen. Diese Daten können wir dann in einem 3D-Raum visualisieren und im Hirn zusammen mit anderen anatomischen Informationen darstellen und interaktiv manipulieren. Dadurch hoffen wir, neue Informationen über die Kommunikation der Areale untereinander zu gewinnen. Mithilfe des Höchstleistungsrechnens wollen wir versuchen, ähnlich wie das bei Google Earth getan wird, von einer globalen Betrachtungsebene des Gehirns auf eine mikroskopische Betrachtungsebene hineinzuzoomen, um dann über diese verschiedenen Skalen hinweg den Zusammenhang zwischen verschiedenen Strukturen und ihren Verbindungen im Detail zu verstehen. Gerade mit Blick auf diese Multiskalenseite, die nicht nur räumlich zu verstehen ist, sondern natürlich auch in der Zeit, bedeutet das, dass wenn wir dieses Höchstleistungsrechnen uns ansehen, dass wir natürlich auch die Echtzeitfähigkeit in der Zukunft erreichen können. Und das wiederum bedeutet eine Herausforderung nicht nur im Teraflop, sondern hin bis zum Peta- und Exaflop-Bereich.